Was geht ab, liebe Freunde? Ich mache mir gerade einen Kaffee, deswegen bin ich hier gerade mit diesem Stab in der Hand. Aber egal, dieses Video ist jetzt für alle Hustler. Wenn ihr jetzt beispielsweise zufrieden seid, ihr macht jetzt einen Job oder sonst was, ihr seid zufrieden mit eurem Leben, ihr wollt nicht irgendwie jetzt hustlen und wollt kein Money Mindset, ja, und ihr sagt, oh, ich bin zufrieden so mit meinem Leben, ist das Video jetzt vielleicht nicht für euch. Aber wenn ihr jetzt Bock habt auf beispielsweise jetzt ein eigenes Business, eigene Kohle, passives Einkommen, was auch immer. Du brauchst ein Money Mindset. Was heißt Money Mindset? Das decken wir jetzt hier auf. Du darfst keine Angst mehr haben, Geld auszugeben. Es gab eine Zeit, ich hatte Angst, Geld. Was heißt Angst? Ich war sehr knickig und was weiß ich. Du darfst nicht mehr knickig sein, darfst keine Angst haben, Geld zu investieren, auszugeben oder sonst irgendwas, ja, Risiken einzugehen. Das ist das Money Mindset. Money Mindset heißt, geh Risiken ein, investiere dein Geld, aber immer weise, immer kalkuliert, immer, okay, wo investiere ich mein Geld, wie investiere ich mein Geld, in was investiere ich mein Geld, immer gucken und sowas. Ich habe da auch in der Vergangenheit Fehler gemacht, beispielsweise in Aktien investiert, wo ich keinen Plan davon hatte oder sonst irgendwas. So, aber so wirst du halt besser mit der Zeit, darfst keine Angst haben, Geld zu investieren, Geld auszugeben. Natürlich wird es auf diesem Weg Niederschläge geben. Ja, oder Niederlagen. Ja, du wirst Geld vielleicht irgendwo verlieren oder sonst was. Aber das gehört dazu. Das ist im Sport so, das ist überall dasselbe. Du darfst keine Angst mehr jetzt haben, Geld zu verlieren. Denn so viele, die wollen vielleicht erfolgreich werden, aber haben noch zu viel Angst. Ich hoffe, das rauscht jetzt nicht zu viel, jetzt, weil ich das in der Hand hatte. Egal. Viele haben einfach zu viel Angst. Und diese Angst hält dich auf. Deswegen, für dieses Money Mindset musst du jetzt diese Angst loswerden, die dir von deinen Eltern eingetrieben wurde oder von dieser Gesellschaft, Society hier. Oh, gib ja kein Geld aus, sei knickig, sei sparsam, dies und das. Diese Leute, die den 9 to 5 machen, wie gesagt, ich schäme mir jetzt keinen, ich meine jetzt keinen fertig oder sonst irgendwas. Wie gesagt, ich habe im Vorfeld gesagt, wenn du zufrieden bist, fühle dich jetzt nicht angegriffen. Aber diese Leute, die den 9 to 5 machen, werden niemals reich. Die werden niemals reich. Es gibt keinen einzigen da draußen, der durch einen 9-to-5 reich geworden ist. Es war immer jemand, der hat sich auf der Seite noch was aufgebaut. Deswegen, das muss man sich klar machen, um erfolgreich zu werden, ja, mit Geld, ja, mit den Finanzen, musst du finanziell dich weiterbilden. Deswegen dieses Money Mindset. Du musst dich finanziell weiterbilden. Ja, kannst nicht stehen bleiben und sowas und einfach nur so wahllos wild da rum experimentieren und sowas. Musst dich weiterbilden, musst Risiken eingehen, kalkulierte Risiken natürlich, wie ich gesagt habe, ja. Musst die Angst ablegen. Und in erster Linie immer wissen, wo man investiert. Immer diese Firma, in die du jetzt vielleicht investierst oder sonst was, vielleicht hast du vor, jetzt deine eigene Firma zu kaufen. Daran bin ich nämlich auch, also ich will mich da hocharbeiten. Beispielsweise, ich mache nur ein Beispiel, dass ich mir eine Firma, eine fertige Firma beispielsweise kaufe, ist der leichteste Weg, um selbstständig zu werden, ja, ohne jetzt selbst eine Firma zu gründen. Hätte ich das damals beispielsweise gewusst, hätte ich das im Vorfeld schon gemacht und hätte da mein Geld investiert und hätte nicht mein eigenes Ding aufgebaut, ja, beispielsweise. Aber man lernt aus Erfahrung. Deswegen, das meine ich damit. Du darfst keine Angst haben, auch mal eigene Dinge zu machen. Wenn du weißt, okay, ich habe jetzt ein Produkt beispielsweise und ich weiß, ich stehe hinter diesem Produkt, so scheue dich nicht mal ein Gewerbe vielleicht anzumelden, so dieses Produkt auf den Markt zu bringen. Wer weiß, was passiert, ganz ehrlich. Vielleicht ein Jahr, es funkt Stille oder sonst irgendwas, aber dann im nächsten Jahr boomt es dann auf einmal. Ja, genauso wie bei mir mit der Soul Channel. Ja, ich habe mich auch nicht gescheut dann. 2021, 15.02. habe ich mein erstes Video hochgeladen. 10.02. habe ich Soul Channel so, den Account angefangen, so, oder gemacht auf YouTube. Und hatte auch meine Hemmungen, aber dann habe ich mir 5 Tage später gesagt, fuck off, ich mache das jetzt, ziehe das durch. Und ein Jahr später sind dann erst die Erfolge gekommen. Und dann habe ich erst Einnahmen und was weiß ich alles mit AdSense und YouTube und bla bla gemacht und sowas. Recherchiert, wenn ihr sowas habt, machen wollt. Wir können auch in einem Coaching-Call darüber sprechen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr dieses Money-Mindset jetzt endlich mal haben wollt, wenn ihr die Angst ablegen wollt. Ihr habt die ganze Zeit schon dieses Produkt im Kopf, was ihr da vermarkten wollt, aber eure Angst hält euch noch auf oder sonst was. Ihr braucht dieses Money-Mindset. Ihr müsst dann sagen, ey, scheiß mal auf Angst.
Ich gehe jetzt dieses Risiko ein, wer weiß, was passiert. Und genau das habe ich mir 2021 gedacht, habe dieses Risiko gemacht, ja. Und habe mich dann auch letztes Jahr im Februar dann nur noch auf das Soul Channel dann auch konzentriert und halt auch noch auf meine anderen Dinge so. Und mit der Zeit kommt jetzt alles immer mehr so ein bisschen. Man muss halt geduldig sein mit diesem Money Mindset. Es ist ein Mindset. Kannst nicht hingehen und sagen so, oh, ich investiere jetzt direkt das Geld da und dann kommt direkt so mein Boom. Nein, Alter. Manchmal ist das so, du musst ein paar Jahre warten oder sonst was und dann kommt erst der Boom. Aber dennoch, du brauchst dieses Money Mindset. Das Money Mindset ist, leg die Angst ab. Lass die Angst komplett verschwinden. Lass die aus der Tür raus, ja, lass die aus dem Fenster rausfliegen, so die Angst. Die Angst darf nicht mehr existieren in deinem Leben, wenn es um Finanzen geht und sonst was. Du musst Risiken eingehen können, ja, musst Risiken eingehen können, musst alles kalkulieren natürlich, ja, nicht dumme Risiken jetzt mal, kalkulierte Risiken, wissen, wo du hin investierst, in was du investierst, erkundige dich vorher, im Vorfeld. Ich habe mich jetzt dann auch im Nachhinein dann auch viel erkundigt und was weiß ich, bin jetzt auch zu dem Entschluss gekommen, ich will mich da hinarbeiten beispielsweise in Immobilien irgendwann, ja, in auch noch mehr Aktien, vielleicht Krypto, vielleicht. Aber Krypto und Aktien schiebe ich jetzt erstmal beiseite. Eher, wenn es dann um Finanzen geht, was ich machen will, was ich vorhabe. Ich mache nur Beispiele, damit ich euch vielleicht so ein bisschen inspirieren, motivieren kann. Beispielsweise in Immobilien investieren ist immer gut. Jeder braucht Häuser, jeder braucht Wohnungen. Das wird nie aussterben. So, Immobilien ist gut. Eine Firma kaufen, eine fertige Firma kaufen, die schon einen Kundenstamm hat, die schon Arbeitnehmer hat, Arbeitgeber vielleicht hat, so einen Abteilungsleiter hat oder sonst was. Und du bist einfach nur noch der Investor und kaufst diese Firma auf und musst keine eigene Firma gründen. So, da hast du deinen Kundenstamm und sonst was und optimierst nur noch die Scheiße. Am besten dann was, wenn du jetzt beispielsweise Maler und Lackierer bist, kaufst du eine Maler und Lackierer Firma, weil du dich damit auskennst. Du weißt, wie die Vorgehensweisen so sind. Wisst ihr, was ich meine? Oder du bist Kfz, ja? Bist Kfz-Mechatroniker, kaufst eine Kfz-Werkstatt. Boom. Und hast dann so deine eigene Firma und arbeitest dich da hoch. Und dann kannst du von Firma zu Firma vielleicht, ja, und hast dann mehrere Firmen oder sonst was. Beispiel ist nur ein Beispiel. Oder du kaufst dir eine Firma und machst noch Immobilien und machst noch Aktien, was weiß ich. Aber investiere dein Geld. Bleib nicht so, wie die meisten Menschen in ihrem 9-to-5 stehen. Oh, ich habe Angst, ich investiere kein Geld, ich lasse mein Geld auf der Bank und bla bla. Das ist das falsche Money Mindset. Dieses Geld auf der Bank lassen und mein Geld lasse ich auf der Bank growen und sowas. Dein Geld verliert immer mehr an Wert. Aber du brauchst Vermögenswerte. Hör auch auf, Money Mindset heißt auch, hör auf, dir Liabilities anzueignen. Also es gibt Vermögenswerte, die steigern im Wert, beispielsweise jetzt Immobilien, Aktien und sowas, ja. Und Firmen und sonst irgendwas, ja, so beispielsweise jetzt. Und dann gibt es Liability, das sind, wie heißt das fucking Wort? Mal kurz, stopp, ich überlege. Genau, es sind Verbindlichkeiten. Verbindlichkeiten. Und zu viele eignen sich diese ganzen Verbindlichkeiten an. Oh, das neue Auto und die schicke Wohnung und der große Garten und was alles, was nichts bringt. Ja, so teure Klamotten und sowas, teure Schmuck und sonst was. Aber sagen dann gleichzeitig, ja, ich will kein Geld investieren, ich will kein Geld ausgeben, ich will sparsam leben, aber geben ihr ganzes Geld für Schrott aus. Das dicke Handy, dicke Fernseher und alles, was nichts bringt, das sind alles Liabilities, das sind alles nur Verbindlichkeiten, die dir nichts bringen, die nicht im Wert steigern, die lowern nur ihren Wert, also die fallen nur im Wert. Du brauchst Dinge, die im Wert steigen. Beispielsweise dann Immobilien. Ist das allerbeste, ganz ehrlich, oder du kaufst irgendwie eine Fläche oder sowas und da ist noch gar keine Immobilie drauf und verpachtest diese Fläche. Es gibt so viele fucking Möglichkeiten. So, deswegen, ich bin ein Träumer, ich arbeite mich darauf hin und was weiß ich alles, ja, und mach wirklich dieses Entrepreneur Life, also Unternehmer Life, ja, deswegen, um Unternehmer zu werden, musst du einfach kalkulierte Risiken eingehen. Und ich denke, das Beste ist, wenn man so sich eine eigene Firma kauft. Ich habe mich viel erkundigt in den letzten Jahren und sowas. Eigene Firma kaufen ist wirklich top, ja. Dann Immobilien, das ist immer top und sowas. Und auch, was auch ja natürlich geht, wenn du jetzt irgendwie alten Schmuck hast und sowas. Also so Sammler oder Sammlergegenstände oder sonst irgendwas. So
alte Autos. Wenn du irgendwie Sammler bist oder sonst was, kannst du damit ja auch Kohle machen. Es gibt so viele verschiedene Wege, wie du irgendwie erfolgreich werden kannst. Du brauchst ein Money Mindset. Es ist jetzt 2023. Du kannst nicht mehr stehen bleiben und darauf hoffen, dass du jetzt eine neue Promotion bekommst, mehr Geld bekommst von deinem 9-to-5 oder sonst irgendwas so. Kannst du hoffen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht hoch. Natürlich gibt es da mal immer hier und da mal Promotions. Du kriegst ein paar Cent oder ein paar Euros mehr, aber die machen das Ganze auch nicht fetter. Was das Ganze fetter macht, ist, wenn du dir selbst etwas aufbaust oder etwas selbst aufgebautes schon nimmst, aufkaufst, wie jetzt die Firmen, wie jetzt den Firmenkauf und sonst was. So, deswegen macht euch mal Gedanken darüber und ab jetzt legt endlich diese Angst ab. Lasst diese Angst vor der Tür, vorm Fenster, was auch immer, ja, aus dem Fenster rausschmeißen, diese Angst, und kalkuliert jetzt eure Steps. Wenn ihr wisst, okay, ich habe jetzt das drauf oder ich habe jetzt das und das gelernt und ich würde jetzt gerne so eine Firma da haben, macht eure Recherchen, was ihr braucht und sowas. Man kann einfach googeln, ja, Firmenkauf, diese und diese Firma kaufen und sowas, Malerbetrieb kaufen oder Kfz-Werkstatt kaufen oder sonst irgendwas. Googelt einfach. Es gibt das Handy, es gibt Google, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man sich recherchieren kann. Lest Bücher, was auch immer. Finanzbücher habe ich auch ja gemacht und sowas. Ich sage jetzt nicht, ich bin hier der ultra krasse Finanztyp oder sonst was. Nein, aber Money Mindset heißt, du brauchst ein finanzielles Mindset ja auch. Das ist so verknüpft. Ja, Money Mindset, finanzielles Mindset. Okay, ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Wie gesagt, du brauchst dieses Money Mindset auf jeden Fall. Leg deine Angst jetzt ab. Ich denke, alles war jetzt klar. Wenn es dazu noch Fragen gibt oder ihr sogar Bock habt auf ein Coaching deswegen, weil ihr irgendwie keinen habt, mit dem ihr reden könnt, ihr wollt jetzt irgendwie euer Business anfangen, euer YouTube anfangen und wisst nicht wie, ich bin euer Mann. Ich mache die Scheiße jetzt schon ein paar Jahre. Ja, also ein paar ist jetzt gut gesagt, ein bisschen was über 2 Jahre jetzt. Deswegen, ich kenne mich jetzt schon mittlerweile so ein bisschen mit YouTube aus, weiß, worauf man so ein bisschen achten muss. Wenn ihr noch Rookies seid, ja, könnt ihr mich gerne auch da kontaktieren, wenn ihr sonst irgendwelche Business-Ideen habt und wollt euch einfach nur austauschen und braucht einfach nur diesen Rückhalt, weil eure ganzen Freunde sagen, oh, komische Idee, oh nein, macht das nicht, oder eure ganze Familie und sowas, die halten euch auf. Und ihr braucht nur jemanden, der euch mal motiviert, der euch mal den Ansporn gibt, euch an euch glaubt, denn ich glaube an euch. Ich glaube an Träumer, ich glaube an Menschen, die Träume haben. Definitiv. Deswegen bau dir dieses Money Mindset auf. Peace out.